Grüß Gott lang, willkommen zu einer weiteren Ausgabe One on One. Heute sind wir im Haus von Anti-Doping Schweiz. Wir sind beim Direktor, beim Matthias Kamber. Merci vielmals, hat er euch Zeit genommen. Dürfen wir das hier, Kamber? Die erste Frage habe ich mir überlegt, müsste eine sein, wie ist es, einen Kampf auszufechten, den man gar nicht gewinnen kann? Ja, ich fühle es nicht als Kampf. Ich bin eigentlich Dopingbekämpfung oder Dopingprävention. Das ist eigentlich alles. Es ist nicht nur eine Kontrolle, sondern schon eine Prävention, ist eine Erziehungssache. Und im Endeffekt, ich kann nicht Doping ganz aus dem Sport rausnehmen, aber wir wollen es so stark vermindern, dass es nicht mehr eine grosse Rolle spielt. Jetzt war ich beim normalen Sportfan so, die Blutprobe, die Urinprobe, da muss ein Athlet so dopen, dass man es nicht mehr nachweisen kann. Jetzt nach den neuesten Skandalen, die aufgedeckt wurden, gerade durch die ARD, die da federführend war, dass man in Sochi hat Urinprobenfläschchen durch ein Loch in der Wange aus dem Labor rausgetan. Agenten haben die Fläschchen aufgetan, haben sauber Urin reingetan. Ist das eine komplett neue Dimension, die man sich nicht hätte vorstellen können? Nein, das haben wir nicht vorstellen. Das ist ein Staat dahinter, das ist ganz kein systemisches Doping. Wenn man schaut, das war nicht nur das Labor selber, das war auch die Trainingseinheit, die russische Antidopingagentur, also unser BADA war involviert, und der Geheimdienst war involviert. Also gegen die haben wir natürlich keine Chance mit der heutigen Methode, die wir haben. Geht es gar nicht anders? Also wenn man so aufzieht, dann müssen alle unter einer Decke sein. Ja, also ich denke schon, weil das ist so ein ausgeklügeltes System, das der Herr Rodchenko, der Laborleiter, entwickelt hat, mit super Urin bereitstellen im Trainingszentrum, mit einer Datenbank, also mit einer Bank mit sauberem Urin zu machen, mit den ganzen Abläufen, mit den Kontrolleuren. Das ist einfach ein ganz ausgeklügeltes System. Der Rodchenko hat auch gesagt, das hat das zu Tage gebracht, wo der Kopf hinter dem ist, euer BADA eigentlich, oder? Wo natürlich weiss, wie man Doping aufdeckt, also weiss er auch automatisch, wie man perfekt toppt. Hättet ihr so etwas jemals vermutet? Er hat mir gesagt, im Vorsprach, er hat ihn ein paar Mal lernen kennen. Hat man so etwas vermutet? Nein, eigentlich nicht, weil ich gehe davon aus, dass ich so ein System gar nicht gedacht habe. Klar, bei gewissen Nationen, die sehr nicht demokratisch sind, wie die frühere ehemalige DDR, wo Sport benutzt wurde für eine Staatsidee, ist natürlich im Endeffekt bei Russland auch ähnlich gewesen. Aber gerade so ein System habe ich nicht vorstellen. Es war ja, man hat ja häufig davon geredet, also ein Athlet muss stoppen, dass der Urin nicht verunreinigt ist oder das Blut. Also dort war es ja völlig egal gewesen. Wenn der Athlet das letzte Mal getoppt hat, der Athlet hat gewusst, egal was mir passiert, das wird ja schon geregelt. Ja, das ist geregelt worden. Die Athleten waren eingeweiht von mir aus gesehen, und die waren auf dieser Liste gewesen. Schützenswerte Athletinnen und Athleten, oder eben dann nicht. Die, die nicht waren, haben wir dann mal in den Hammer laufen lassen, hat den positiven Fall zum Zeigen, ich mache eine gute Dopingbekämpfung. Und die wollen geschützt werden, wo wir ein Potential Medaillengewinner, die hat man geschützt mit allen mit. Und das ist klar, ein Paradies für die Athletinnen und Athleten, so können sie trainieren, so vorzubereiten. Haben Sie es in Zukunft, dass, wenn man auch hört aus diesen Dokus, dass die Bärenkits, die Fläschchen, dass man die fälschen kann, dass man die auftun kann, muss Kontrolle von der Kontrolle in Zukunft besser werden? Also zuerst mal, die Fläschchen sind nicht einfach so fälschungsanfällig, wie man da dokumentiert hat. Das ist nicht so. Dass die jeder im Keller fälschen kann und nachbauen kann? Nein, das ist nicht so. Wir müssen es vergleichen mit einem, wenn man den Urin abnimmt und dann ins Labor bringt und so. Das ist ein ganzer Prozess dahinter, der zum Beispiel bei Banken mit Geldtransport gemacht wird. Und dort hat man nicht einfach ein Sicherheitselement, in dem man nur den Tresor hat, sondern ein gesichertes Fahrzeug, mehrere Leute begleiten. Es ist ganz klar, dass dieses Szenario, das man jetzt entdeckt hat, dazu führen, den ganzen Ablauf neu zu überdenken. Und ich denke, das ist in Pyeongchang schon verbessert worden. Also die Fläschchen werden nicht einfach allein gelassen. Also dass die Fläschchen mehr oder weniger auch immer unter Aufsicht sind? Ja, ich denke, und auch ganz mehrere Leute dabei, oder auch bei Abnahmen. Nicht nur einfach Leute vor Ort, vor Organisation dort sind, sondern auch die internationalen Experten, die man hat, dass die konsequent eingesetzt werden und immer bei jedem Schritt dabei sind. Und dann habe ich das Gefühl, dass der ganze Kontrollprozess sehr sicher ist.
Wie überrascht seid ihr, wie simpel man das hat, gemacht hat? 2016 ist es publik geworden, dass es ein Loch in der Wange war in Sochi, wo man die Fläschchen in einen anderen Raum übergegeben hat. Also, wenn ich für das Drehbuch schreibe, wir machen ein Loch in die Wange und ich gebe die Fläschchen über, hat er gesagt, lass dir etwas Besseres liegen. Ja, schon, aber so simpel ist es. Das Ganze drum und dran müssen wir aufbauen vorher. Wir müssen vorher die Bank von diesen sauberen Urin haben. Wir müssen die ganze Organisation, die ganze Logistik müssen haben. Das glaube ich, sogar die Agenten. Ja, ja, das ist klar gewesen. Und das sind mehrere Leute, die das Szenario entwickelt haben, das gemacht haben. Und das ist nicht so einfach. Klar, der Schritt nachher, das Loch in der Wange ist simpel. Das ist simpel gesagt. Das war das Tüpfel von mir, von meinem ganzen Konzept. Der Sportrechner Michael Lehner hat gesagt, aus und vorbei, Urinkontrollen können eingestellt werden, das Dopingkontrollsystem ist ruiniert. Das ist ein Mann, der Dopingsünder hat vertreten vor Gericht, über 200 DDR. Doping-Sportler hat er vertreten. Stimmt das so oder macht er einen total Plan? Nein, es stimmt nicht so. Aber man muss natürlich jetzt schon besser drin schauen, wie der Ablauf war. Also es gibt nicht eine Umkehr, dass man jetzt dem Athlet muss beweisen muss, dass nichts passiert ist, sondern der Athlet muss immer noch sagen, dass etwas passiert. Und er muss es glaubhaft machen. Und jetzt mit den Entdeckungen, die wir mit den Sofortmassnahmen, die Verbesserung, die man jetzt wieder gemacht hat, bei diesen Kids und bei den Abläufen, die jetzt passieren, der ist die ganze Sache sicher und der wird man einfach mühsam in die Ecke stellen oder wegschießen. Die nächste Bombe, die gezündet wurde, ist 46% von allen Langläufer, von allen Medaillengewinnerinnen und Gewinner, haben auffällige Blutwerte. Also da habe ich, das ist schon der nächste Schlag in die Magengrube. Als Sportfan, wenn man jetzt die Sportdaten schaut. Man hat genau gewusst, also seit 2002 kann man EPO, also das Blutbildungsmittel, überhaupt nachweisen. Vorher man konnte man doppeln, wenn man wollte. Und dann haben wir noch die ganz hohen Blutwerte. Und von dann an natürlich, seitdem die grossen Verbände, die Ausdauersport ist, also Leichtathletik, Radsport oder eben FIS im Ski, tut man natürlich die Werte erheben. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was man heute erhebt. Heute machen wir Profildaten und die sind ganz konsequent abläuft, wenn man es abnehmen darf, wie man es abnehmen darf. Das muss man kühl transportieren, das muss man bei speziellen Maschinen analysieren. Und die Daten, die man jetzt entdeckt hat, das ist 2000 bis 2010 oder 2009. Und erst dann hat die ganze konsequente Blutprofil angefangen. Und interessant wäre es natürlich, die Werte, die von dann mit den heutigen Werten und mit den standardisierten Bedingungen anzuschauen, ob das immer noch auffällige Werte sind oder nicht. Weil, wenn ich heute einen auffälligen Wert habe, ist das nicht ein Stopping-Zeichen, sondern den kann ich mega kontrollieren. Wenn es grosse Schwankungen gibt, muss man den Athlet anonymisiert 3 Experten geben. Und die Experten sagen, ja, es ist ein Stopping-Szenario. Und erst dann kann ich vorgehen. Und dann geht ihr bei so einem auffälligen Blutbild geht ihr einfach intensiver, näher an Wettkampf her, zum Beispiel oben kontrollieren? Aber auf ganz verschiedenen Zeitpunkten, auch Tageszeitpunkt, manchmal am Abend spät, morgen früh, dass wir einfach nachher die Mischung von diesen Werten haben, die dann auch die natürlichen Schwankungen abbilden. Und wenn es dann eine grosse Schwankung ist, dann gehen wir eben davon aus, es ist ein Auffälligungsprofil und dann geben wir es eben den externen Experten. Und dann müssen alle 3 aber einverstanden sein, dass es ein Stopping-Szenario ist. Und erst dann können wir etwas machen. Das ist also relativ aufwendig. Da kann man nicht nur einfach sagen, ja, ist ein höherer Wert, wahrscheinlich doppelt. Das geht nicht. Wer ist interessiert daran, einen positiven Dopingbefund aufzudecken? Der Grossanlass in meinen Augen nicht, der Athlet nicht, seine persönlichen Sponsoren nicht, der Landesverband nicht, also in unserem Fall Swiss Olympic oder ein Radsportverband national. Es leidet eigentlich jeder darunter. Ja, mir hat mal jemand gesagt, wir sind Anti-Doping ist Spielverderber. Und das ist eigentlich eine falsche Einstellung. Von mir gesehen müssen wir eher sagen, Dopingbekämpfung ist eigentlich ein Teil der Einhaltung der Regeln. Also wenn man zum Beispiel einen Schiedsrichter anschaut, wenn dort das Foul passiert, ist ganz klar der Pfiffen. Und dann tut niemand eigentlich reklamieren. Wir reklamieren schon, aber er ist Teil vom Spiel, oder? Ja, aber es ist dann ein Entscheid. So. Und wir kommen später dran und wir sind dann der spätere Spielverderber, manchmal erst nach 10 Jahren. Spielverderber eben nicht von mir, sondern Garant, dass die Spielregeln eingehalten werden. Und die Idee oder die Ansicht ist im Sport zu wenig vertreten. Sei das bei den Verbänden, sei das bei den Athleten selber. Und das müssen wir eigentlich ändern. Tun sich die Athleten, wenn das richtig interpretieren, zu wenig auch committen gegen Doping? Von mir aus gesehen, ja. Spitzenathleten? Ja, von mir aus gesehen, ja. Weil die Spitzenathleten profitieren von einem sauberen Sport. Sie profitieren davon, dass
die Sponsoren diesen Sport, den Supersport unterstützen. Sponsoren unterstützen nicht den dreckigen Sport, unterstützen die Ausstiegsklausel in den Verträgen, die meisten. Mhm. Also profitieren die Athletinnen und Athleten, dass wir ein gutes System haben. Also unsere Athletinnen und Athleten auf Pyeongchang also können vorbereiten, ohne müssen denken, ja, eventuell wird ausgeschlossen, wir eventuell russische Verhältnisse, das haben wir in der Schweiz nicht. Mhm. Also sie können gut vorbereiten, die sind kontrolliert worden und die können jetzt so vorbereitet an die Spiele gehen, optimal vorbereitet. Und ich habe nie einen Athlet gehört, und sagen, merci an die Doping Schweiz für das Vertrauen, das wir in euch haben, auf die guten Tests, auf eure Konten, dass nicht manipuliert wird, dass ich nicht Angst haben muss. Was ist der Grund, dass Sie das nicht sagen? Weil es eine Selbstverständlichkeit ist? Ja, auf einem Weg. Oder weil ihr eben nicht Teil des Spiels sind? Ja, viel ist immer noch so, dass sich gegen Doping zu äußern, hat immer noch eine schalen Beigeschmack. Man tut sich auch nicht so gegen Korruption im Sport, gegen Matchfixing, die Schattenseite des Sports, sind einfach Teil des Sports im Moment. Und die wollen wir einfach nicht adressieren, weil es eben, wie gesagt, im Moment immer noch nicht zum Spiel oder zum Sport gehört. Also ich muss mich an einen Fall erinnern, als Fabian Cancellara mal gesagt hat, Doping-Sünder soll man lebenslänglich sperren. Wo natürlich dann Medien kommen und sagen, ja, der am Leutesten baut, das macht er auch nur, weil er selber etwas zu verbergen hat. Also könnte das ein Grund sein, dass ein Athlet sagt, genau darum mache ich es nicht? Ja, aber er muss nicht sagen, Doping sollen sie sperren, sondern er könnte nur schon sagen, ich bin froh, ich will ein gutes Doping-Bekämpfungssystem in meinem Land. Ich unterstütze das, indem wir manchmal um 6 Uhr geweckt werden. Ich sage, ich tue nicht reklamieren. Also, wir haben manchmal die Weiz von amerikanischen Athleten, die sagen, they came on 6 o'clock in the morning, I hope they liked my pyjama. Oder? Das habe ich nie gehört. Man muss nicht auf andere zeigen, aber einfach sagen, ich will den starken Doping bekämpfen, das gehört dazu und ich stehe dahinter, ich bin froh, dass ich mich gut vorbereiten kann. Das würde mir schon länger. Aber muss ein Athlet halt auch mal in Kauf nehmen, am Abend oder eben morgen um 6 Uhr, dass mal jemand vor der Tür steht, ohne dass man das mit Twitter ist, vielleicht schon, aber negativ. Ja, zum Beispiel, wenn wir die Schweizer Nationalmannschaft in der Promotionsphase zwischen zwei Spielen am Morgen früh mal kontrolliert. Das war ein Wahnsinnsaufruhr, Doping-Razzia und mit Regeneration gestört und so. Da hat man es ganz anders verkaufen müssen. Man sagen, hört, schaut her, die Welt, sogar in der kritischen Phase, dann, was wichtig ist, wegen der Regeneration, da können wir kontrollieren und wir sind sauber. Und wir stehen her und haben nichts dafür. Aber wir sind bis zum Bundesrat aufgegangen und reklamiert, wieso sich Anti-Doping-Schweizer frecht. Das können zu machen. Weil man sich gestört hat, gefühlt in der Form. Ja, weil man Gefühl hatte, das ist eine Störung, nicht eine Hilfe. Nicht eine Versicherung, dass man einen sauberen Sport hat. Wie wichtig ist es, dass einem jungen Sportler mit auf den Weg gegeben wird, fast wie Rauch in der Erziehung, Rauchen ist nicht gut, dass man damit aufwächst und nicht in die Versuchung kommt? Wir machen sehr gute Präventionsarbeit mit vielen Verbänden in der Schweiz. Und vor allem haben wir uns jetzt so ein bisschen darauf fokussiert, im Spitzenbereich und im Spitzennachwuchsbereich. Und da haben wir in den letzten Jahren haben wir sehr viel machen können. Und die Verbände sind sehr begierig darauf, dass man dort auch mehr macht. Sie unterstützen sehr, das ist eine gute Zusammenarbeit. Und ich denke, das ist ein Jahr, es geht über Jahre natürlich. Aber wir beispielsweise in ein Nachwuchskader-Training gehen können und vielleicht eine Prävention machen und vielleicht die erste Kontrolle machen, dann schärfen wir das Bewusstsein schärfen für die Athleten, dass wir dazugehören. Nicht einfach etwas Aussergewöhnliches, wir gehören zu, wir sind Teil davon, wir helfen mit, ihr Image zu fördern.